Denkst du, dass ich so gut werde wie du? Wenn du genug übst, ist es nicht so wichtig, was du auf dem Ohr hörst. Du fühlst es. Mr. Gustafsson, haben Sie schon entschieden, was wir spielen werden? Melanie, Ihre Musik, die ist gut, aber sanft. Ich suche nach etwas Mutigem, Kraftvollem. Was wissen Sie über Catherines erstes Konzert? Sie wollen das Konzert für Kinder aufführen? Sie wollte nicht, dass es aufgeführt wird, weil es genau diese Noten des Konzertstücks waren, die sie unbedingt verbrennen wollte und dabei selbst mit dem Feuer in Berührung kam. Sie wollte die Noten verbrennen? Das ist alles, was ich gefunden habe. Das Leitmotiv höre ich in meinem Kopf. Ich kann den dritten Satz zu Ende bringen. Musik ist auch eine Sprache. Mom? Im Mittelalter glaubte man, dass Zwietracht, also Disharmonie, die Seele beeinträchtigt. Musik kann eine Seele in die Irre führen? Ich hab's mir angehört. Ich fühlte es in meinem Kopf. Diese Kreatur hat mich dazu benutzt, den Satz fertigzustellen. Was passiert, wenn du ihn zu Ende bringst? Diese Musik. Wenn man sie hört, ist man für immer gefangen.